Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda 4. In der letzten Aufnahmesession, da habe ich zwei Dungeons gemacht, nämlich den Wundertunnel und das Fischmaul. Und danach haben wir noch ein paar Items besorgt, zu denen ich vorher nicht kam. Den Rubin komme ich auch nicht. So, und jetzt gehe ich nochmal zurück in den Zauberwald, denn da war noch eine Truhe. Da war ich schon mal und habe dann gesagt, da komme ich ja gar nicht hin, da brauche ich ja noch ein Item für. Aber da habe ich mich vertan. Ich habe nämlich... hätte nur die Feder gebraucht. Irgendwie ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. In dem Moment. Und irgendeiner der Zuschauer, in der Kommentarzone ist es auch nicht aufgefallen, aber jemand, der mir immer am Skype antwortet. Und dafür danke ich ihm mal. Da hatte ich nämlich echt Gehirnverstopfung an der Stelle. Sind wahrscheinlich Rubine in der Truhe. Halt, Moment. Das war die falsche Truhe. Da komme ich wirklich nur mit dem Hinterhaken hin. Ah, das war eine andere Truhe. Ich glaube, das war die über den Bergen. Okay, da waren jedenfalls Rubine drin. Dann gehen wir jetzt schnell zu der Truhe bei den Bergen. Denn ich glaube, das war die Truhe, die gemeint war. Da, wo ich mit der Feder hätte hingekommen wäre. Und entschuldigt bitte, das war eine grausame Grammatik gerade. Da, wo ich mit der Feder hingekommen wäre. So, das ist schon besser. Jetzt verbessere ich mich schon selbst. Dr. White vorbei. Der Christines Foto erwartet. Da war es ja. Hoppla. Huch, das war keine Absicht. Oh, 20. So. Ah, da war noch eine Truhe. Da konnte ich nicht hin, weil ich das Kraftarmband noch nicht hatte zu der Zeit. Also rüber. Schleimi. Oh, einer ist in den Abgrund gefallen. Kann mir keine Rubine mehr hinterlassen. Auch. Weiter geht's. 50 Rubine. Sehr schön. So, wo gehe ich denn jetzt als nächstes hin? Ich würde mal sagen, ins Löwendorf zurück. Und an den Strand, denn am Strand ist noch was. Ach, wenn ich jetzt darüber gehe, frisst mich doch bestimmt die Torte. Ha, hat's geschafft. So, ja, gehen wir hier durch den Wald. Es geht am schnellsten. Ja, wird aber schwer war. So, und ich habe noch was zu erwähnen. Weil ich hatte das nicht gezeigt, da war ich ein bisschen zu sehr in Eile gewesen, mit der Story fortzufahren. Und zwar, wenn man Stuppi ausführt, nachdem man ihn gerettet hat, also kurz vor dem Schleimsumpf und der Chimpotte, da kann man ihn noch ein bisschen mit sich herumführen. Und da sind ja immer Zaubermuscheln vergraben. Ich weiß jetzt immer auswendig, wo die Dinger vergraben sind, deswegen habe ich da nicht drauf geachtet. Aber Stuppi würde es einem sagen. Wenn man an einen Ort kommt, wo der Zaubermuschel vergraben ist, würde er dann so sagen, wuff, graben. Und einen damit verraten, dass da eine Zaubermuschel ist. So, jetzt sind wir gleich am Strand, wo ich hin wollte. Und wir haben jetzt das magische Auge. Ich glaube übrigens, dass es am Strand überhaupt keine Zaubermuscheln gab. Wie gesagt, es gibt ein paar mehr Zaubermuscheln. War ich jetzt schon da? Nee, das kommt jetzt erst auf die Höhle. Ein paar mehr Zaubermuscheln als 20, falls man welche verpasst. Aber sobald man alle hat, verschwinden die. Ja, genau, die da. So, ich setze jetzt die Schaufel auf den B-Knopf. Das werdet ihr gleich sehen, warum. Diese komische... Soll das eigentlich eine Bulldogge sein? Oder ein Typ mit einem Schnauzer? Also ich finde, sieht aus wie eine Bulldogge. Hat ja sogar Ohren. Letzte Nacht hat das mir etwas wirklich Tolles angespült. Ich tausche es mit dir gegen das, was du auf dem B-Knopf hast. Okay. Das war ein Tausch, ein Bumerang. Für das, was du in der Hand hattest, hast du nun einen tollen Bumerang bekommen. Also das gefällt mir, denn der Bumerang ist sehr praktisch. Er ist beinahe eine One-Hit-Garantie für die Gegner hier. Und er tut diese verdammten Sonnen erledigen und die werden dann zu viel. Und das ist einfach nur klasse. Wo gehe ich jetzt lang? Ich würde sagen zur Bucht. Und in den Teleporter. Denn ich will noch mal in die Berge. Was mache ich denn? Die Feder brauche ich erst später. Ich will mir nämlich noch etwas holen, bevor wir uns aufmachen, den Level 6 Dungeon aufzuschließen. Denn der braucht wieder einen Schlüssel. So, jetzt brauche ich aber Feder und... Und hopp, und drüber. Ich glaube, das Feder ist eigentlich so vorgesehen, dass man sich diese Sache den Bergen erst auf den 6 und Level 7 Dungeon holen sollte, aber es hält einen niemanden davon ab. Ich glaube, ich kämpfe jetzt mal mit dem Boomerang. Ah. Da niemand davon ab. Und sogar die Viecher werden erledigt. Es hält einen niemand davon ab, das vorher zu machen. Jetzt komme ich endlich mal dazu, meinen Satz zu beenden, statt mich so leicht ablenken. Die
Flying Missy sind uns jetzt mal egal. Leider ist das Götterahorn weg. Aber der Bucher hat keine Bajus. Man kann sich übrigens auch den Gegenstand wieder zurückholen, den man haben wollte. Den man getauscht hat. Also die Schaufel ist eigentlich ganz praktisch, weil man sie nicht mehr braucht. Teil der Macht. Jetzt wird es sich eigentlich lohnen, wieder das Schwert zu nehmen. Also die Schaufel braucht man nicht mehr, nachdem man alle Zaubermuscheln hat. Ich bleib beim Bumerang. Verdammt! Ach ja, und Gegenstände holen sie Bumerang auch. Muss man hinterhaken. So. Aber jetzt nehme ich wieder das Schwert, um hier das Gras zu wehen. Auch übrigens der Mambus-Mambo, mit dem man sich zu dem Boden vorgehen, dabei ins Haus teleportieren kann. Halt, ich bin nicht richtig. Den man sich vor dem... Entschuldigt, ich habe den Faden verloren. Also der Mambus Mambo, mit dem man sich vor den Brunnen teleportieren kann, der hilft auch in Dungeons. Da kann man sich nämlich zurück an den Anfang teleportieren. So, ich wurde doch beim Teleporter. Was mache ich dann hier? Ich will euch noch etwas zeigen. Ich will den anderen Song, die Ballade bitte. Und spielen. Das war Alros. Arf, arf, arf. Ich liebe Marien, sagt es. Aber Marien ist nicht da. Mein Herz ist gebrochen. Tja, so kann man das Walrus ärgern. Ich liebe die kleinen Sachen, die das Spiel eingebaut hat. Jetzt gehen wir bei den Teleporter und den Berg hinauf. Und ich hoffe, ich finde die Gegend gleich, wo ich hin wollte. Ist nämlich eine Weile her. Ich glaube, die war eigentlich recht unübersehbar. Nein, in den Teleporter. Und bitte tu dich gleich bei den Bergen rauswerfen. Das war ja so logisch. So, während jetzt die Berge hochgehe, ich habe ja noch andere Sachen zu erwähnen. Über Schuppi haben wir schon geredet. Aber es ist vorbei. Was ich aber noch erwähnen muss, ist Marien. Mit der konnte man ja eine Weile herumwandern. Und ich habe ein paar Sachen gezeigt, die sie macht. Aber es gibt auch andere Sachen. Zum Beispiel, wenn man ein Tier schlägt, eine Henne, um genau zu sein, da fängt sie an zu meckern oder einen als Tierquäler zu beschimpfen, wenn die Peter das wüsste. Und wenn man mit der Schaufel ein Loch gräbt, ist sie sehr, sehr begeistert. Und außerdem kann man ja auch Vasen und Häuser zu brechen. Dann schimpft sie einen aber extrem aus, ähnlich wie wenn man die Schränken durchwühlt. Ich glaube, das waren dann so die Sachen, die man mit Marien machen konnte. Jedenfalls lohnt es sich da, Sachen auszuprobieren. Kann sogar sein, dass ich noch gar nicht alles entdeckt habe, was man mit Marien macht. Ach ja, da fällt mir ein, wenn man auf der Flöte spielt, sogar wenn man schon die Ballade vom Windfisch von ihr gelernt hat, da fängt sie an, einen ganz schön auszuschimpfen, wie schlecht man spielt. Hey, eine Truhe. Die ich vorher nicht kam. 50 Rubine. Hoppla, ich hab den ja auf den A-Kopf gelegt. Wollte ich eigentlich nicht. So, und jetzt bin ich wieder zurück. Okay, an den Schädel. Und dann wieder auf den A-Kopf. Raus. Außerdem tut man ja schön das Schwert vor sich halten, wenn man das Schwert ausgerüstet hat mit den Pegasus-Stiefeln. Wenn man das nicht hat, dann taucht das ja auch nicht auf. Mit dem ausgestreckten Schwert. Die Musik von den Taltalhöhlen, ja so heißen die, finde ich wunderschön. Die wird auch regelmäßig in solchen Videos, wo die Leute ihre favorisierte Videospielmusik wählen, wird die öfters auch mal genannt. Bei Game Spiel ist sie wirklich super gemacht. Wir brauchen den Enterhaken. Wo will ich eigentlich hin? Soll ich es euch verraten? Ich glaube, hier war es noch nicht, oder war es doch dort? Ah ne, das ist erstmal die Höhle. Verschwinde. Wo ist mein Kraftarmband? Ich will dich aufheben. So, weg. Also das hier ist verdächtig bumbig. Mach bumm. So. Hey, wieso habe ich den nicht getroffen? Da wollte ich hin. Nee, ich wollte dieses Herzteil nicht. Das nehme ich jetzt nur mit, weil es auf dem Weg war. Und zurück. Wir wollen noch weiter durch die Höhle. Na gut, ich will mal nicht so sein. Ich suche den dritten, der Teufel. Der soll mir nämlich meine Pfeilkapazität erhöhen. In dem nächsten Dungeon ist es nämlich verdammt praktisch, eine Menge Pfeile zu haben. Und da kann ich auch gleich schon sagen, dass der nächste Dungeon ganz schön nervig ist. Also, ich finde, das ist der Hass-Dungeon von diesem Spiel. Ich mag ihn einfach nicht.
auf einen Nibeldorf. Wieso habe ich den jetzt vergessen, mein Schwert zu nehmen? Und das Popcorn ist zurück. Diesmal ist es schwarz-weiß. Das sieht appetitlicher aus als das Wasabi-Popcorn von Zelda 3. Und das macht ziemlich interessante Sounds. Ja, ständig will ich die Gegenstände nehmen, aber ich habe sie ja bereits. In der Gegend ist der doch. Genau. Kann sogar sein, dass hier früher eine Zaubermuschel war. Nee, kann eigentlich nur sein, da müssten ja nur 20 Rubine drin sein. Genau hier wollte ich hin. So. Bum, 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 bum. Endlich. Wer stört mich da wieder beim Schlafen? Du? Na toll, vielen Dank auch, finde ich echt nett. Na warte. Willst du zur Strafe mehr Pfeile tragen können? Hehehe. Oh ja, bitte. Ach, dieser schöne Todesstrahl. Hehe, jetzt musst du noch mehr Zeug mit dir herumschleppen. Das geschieht dir recht. Bis dann. Tschö. Okay. Genau das wollte ich. 60 Pfeile. Ich will Mambus Mambo. Ich habe jetzt keinen Bock, den Baker runterzuspringen. Oder herunterzukrackeln. Zu kraxeln, nicht krackeln. Und wir gehen. Ja, wo gehen wir eigentlich hin? Zum Teleporter. Ich will zurück in die Zwergebucht. Denn ich will mir noch die eine Truhe im Fischmaul holen. Ich habe stehen lassen, weil das ziemlich sicher die 200 Rubine-Truhe war. Und 200 Rubine. Die lassen wir ja nicht einfach so liegen. Selbst wenn es nicht mehr viel gibt, was wir kaufen müssen. Es gibt tatsächlich noch eine story-relevante Sache, die wir kaufen müssen. Ja, mit Rubinen sparen die Zelda eigentlich nie. Besonders schlimm fand ich es allerdings in Twilight Princess. Da wurde das so mit Rubinen zugeworfen, dass ich regelmäßig die Rubine der Truhe zurücklassen musste. Und ich finde das immer ganz furchtbar, wenn man eine Truhe stehen lassen muss. Ich will die Truhe nämlich aufmachen. Allerdings war Twilight Princess tatsächlich so kulant, dass man die Rubine in die Truhe zurückgelegt hatte, wenn die Börse voll war. Marine ist immer noch hier. Während die anderen Zeldas die Rubine einfach auf deine volle Börse draufschlagen und somit schon immer verloren sind. Da muss man so ein bisschen aufpassen, wenn man die Truhen öffnet. Kann dann schon ärgerlich sein, wenn man das Spiel das erste Mal spielt, seine 200 Rubine-Truhe findet und dann merkt man, hoppla, ich hatte ja volle Rubine. Okay, wir gehen jetzt hier in die Zwergenbucht. Schön, du Rubin. Also sonst hätte ich mich sparen können. Der Nixe vorbei. Übrigens, ich finde, dass die Nixenstatue viel hübscher als die Nixe geworden ist. Wird echt ein Modell dafür gestanden. Bald ist der Part vorbei. Ich hoffe mal, dass ich noch bis zur Truhe schaffe. Nicht mehr viel Zeit. Alles beim letzten Mal mit der Uhr, mit dem auf die Uhr gucken, nicht so gut geklappt habt, habe ich mir jetzt extra eine Stoppo-App für mein Handy besorgt, die hier dann gerade abläuft. Bis jetzt klappt das ganz gut. Ja, Fischmaul. Genau an die da wollte ich ran. So, gehen wir. Blöde Fledermaus. Zur Truhe. Und? Ich wusste, es ist eine 200 Rubine Truhe. Ich hab's gewusst. Mann, das war echt gut, dass ich den nicht aufgemacht habe. Ach, jetzt kann ich mal das mit dem Boomerang demonstrieren, wenn wir hier schon so eine schöne Sonne haben. Oh, okay, das Maske haben wir auch erledigt. Und eine Fee gibt's auch gleich dazu. So, fantastisch. Und gerade geht mir der Part zu Ende. Das heißt, wir sehen uns dann gleich im nächsten Part wieder, wo wir uns dann den Maskenschlüssel holen werden.